Mensch, jetzt musste ich schnell noch das Handy ausmachen, dass wir hier nicht gestört werden. Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Ich hoffe, jeder hatte ein angenehmes und erholsames Osterfest oder zumindest ein Osterfest, das irgendwo so gewesen ist, dass man sich daran erfreuen konnte. Wir haben hier, wie viele andere, auch momentan so ein bisschen Wintereinbruch in Sachsen. Ziemlich bitterlich kalt, aber... Die letzten Tage waren erholsam und heute wird es wieder Zeit, auf die Märkte zu schauen. Wir haben am Freitag ja aus den USA die Nonfarm Payrolls bekommen. Die waren der Knaller. Die haben, den, ja, die haben die Erwartungen der Analysten um Meilen übertroffen. Ich schiebe mal ganz kurz rüber. Erwartet waren, jetzt muss ich die Erwartung mal noch anschauen, erwartet war ein Plus von äh, 647.000 nach 648.000 Vor im Vorbericht. Tatsächlich sind es gewesen... 916.000 neue Stellen. Das ist nicht von schlechten Eltern. Deswegen schauen wir heute auf das Thema die April Rally und die beflügelt den DAX genauso wie den NASDAQ. Das Ganze gleich zuvor. Äh, wie immer der Hinweis, die, die immer zuschauen, regelmäßig zuschauen, die kennen das schon. Jetzt aufs Knöpfchen drücken, ein Like nach oben, damit die Welt mitbekommt, äh, was wir hier so machen und sich dem auch anschließen können und aus den guten Ideen, die wir hier besprechen, entsprechend die eigenen Trades gestalten können. Denn die Handelsvorbereitung ist schon mal die halbe Miete für ein erfolgreiches Trading. Also jetzt der Klick aufs Like und damit machen wir wir weiter mit der Risikovorschau, das wissen wir, die kommt auch immer, ich bitte, was hier hinter mir geschrieben steht, in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit kommen wir hier an dieser Stelle zu den Nachrichten für den heutigen Tag. Wirklich viel gibt es nicht, diese Woche gibt es auch keine gigantischen Mengen an Nachrichten, wir bekommen oder haben äh, Daten vom einkaufsmanager für die Dienstleistungen, äh, im Monat März aus China bekommen. Hier ein Anstieg. Der letzte Wert war 51,3. Aktuell haben wir 51,5. Aktuell haben wir 54,3. 14 Uhr gibt es Thema Öl bzw. Energie. Und das ist ja wichtig. Das beeinflusst auch irgendwo den Ölpreis ein Stück weit mit. Das heißt, der kurzfristige Energieausblick hier in den USA. 16 Uhr die JOLS Stellenangebote, auch das kennen wir. Arbeitsmarkt ist wichtig für die USA. Und hier sind gute Zahlen, wirklich eine. Sollten zumindest eine Stütze für den Aktienmarkt auch sein. Wir sehen es auch hier. Die Analysten erwarten einen Anstieg im Vergleich zum Vorbericht. Und um 22.30 Uhr gibt es dann den Blick in API. In die Rohöllagerbestände dort morgen äh, dann die anderen Zahlen. Auf alle Fälle gilt es ja eins zu wissen. Der Ölpreis ist momentan weiter unter Druck. Wir schauen heute auf den Ölpreis. Öl ist, wir hatten ja gesagt, da gibt es eine Range äh, im WTI. Öl ist momentan auf der Unterseite der Range, im verorteten Abwärtstrend. Da können wir mal hinschauen. Da könnte durchaus einiges Interessantes im Kurz- sowie auch im Mittelfristbereich möglich werden. Trade-Vorbereitung brauchen wir hier natürlich, damit wir wissen, was an diesen Stellen entsprechend auch passiert. Für die Zukunft dass die Tagesnachrichten und weil wir ja letzte Woche Freitag keine Wochenvorschau gehabt haben, hier noch der, ja, der Blick in das, was diese Woche auf uns wartet. Und da hatte ich ja schon avisiert, so wahnsinnig viel ist das nicht. Wir bekommen ähm, aus Großbritannien morgen Einkaufsmanagerdaten. Wir bekommen die rohlagerbestände aus den USA und wir bekommen von der äh, von der FOMC das Sitzungsprotokoll. Allerdings hier an dieser Stelle das Protokoll ja, was passiert mit Protokollen? Die werden veröffentlicht, die werden gelesen und dann können die Analysten daraus machen, was sie gerne möchten. Da bin ich sehr gespannt drauf, was passiert. Donnerstag gibt es dann nochmal das Thema Einkaufsmanager-Index für das Baugewerbe bei den Briten. Wir bekommen äh, von der EZB den geldpolitischen Begleittext. Am Abend dann eine Rede von FED-Vorsitzenden Paul und das ist dann übrigens wieder sehr, sehr interessant, weil ich nehme mal an, da wird es durchaus auch Bezüge zu dem geben, was im FOMC-Sitzungsprotokoll rauskommt. Ausgekommen ist. Und der Markt spitzt äh, die Löffel dort ziemlich äh, doll, denn da wird gelauscht, was alles so gemacht werden soll, gerade auch zum Thema Inflation. Und beim Thema Inflation, da schienen wir ja immer so ein bisschen. Auf die 10-Year-Rates äh, in den USA. Die kommen leicht zurück, stehen jetzt aktuell bei 1,69,83. Ähm, das heißt, die sind aber trotzdem noch ziemlich hoch, ziemlich stark angestiegen. Wir haben da oben so ein bisschen eine Konsolidierung. Wir waren ja in der letzten Woche schon, wir müssen mal kurz schauen, was da das Wochenhoch gewesen ist, aber wir waren gewesen äh, über der 1,70. Und das ist natürlich immer äh, ein Faktum, wo man sagen muss: okay, irgendwann wird es halt zu heiß. Das haben wir ja aber schon oft genug gehabt. Ich gehe mal ganz kurz rauf auf Die Daten hier, wo das Hoch der letzten Woche gewesen ist, da haben wir es gehabt. Wo war es gewesen? 1, knapp 75 äh, in den 10-jährigen Papieren. Das ist ja das, was den NASDAQ zuletzt immer unter Druck gebracht hat. Aber, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, wenn wir uns den NASDAQ jetzt anschauen, der NASDAQ hat auf Wochenbasis ein sehr, sehr bullisches Bild hinterlassen. Jetzt könnte es durchaus hier die Chancen geben, dass das Thema mit den Zinsen zunächst erst einmal abgehakt ist, ja, dass dort jeder raus ist, der raus wollte. Sollte die Bewertung sich geändert haben und Interessierte schon wieder einsteigen bzw. den Trend nach oben fortsetzen. Das, wie ich schon gesagt, gleich mehr näher im Detail. Und dazu natürlich wie immer auch der ein oder andere Wunschmarkt. 14.30 Uhr gibt es am Donnerstag dann noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag. Den Erzeugerpreisindex auch alles aus den USA. Das die Vorschau sozusagen in die Nachrichten und damit machen wir weiter äh, mit den Charts und äh, wo wir uns die Charts gleich anschauen. Hier der Blick in den DAX. Der eröffnet mit einem Gap äh, nach oben, äh, knallt gleich mal ein neues Allzeithoch hier auf Parkett und zieht schön dynamisch hoch. Mal schauen, was nachher kommt, wenn die Händler aus den Osterferien zurückkommen, äh, wie sich das Ganze dann verhält. Aber es gibt auf alle Fälle gute Chancen, dass der Markt sich mittelfristig weiter erholt. Die Wirtschaft sieht nach Erholungstendenzen weiterhin aus. Woran liegt das? Das liegt daran, dass sich die Weltwirtschaft erholt. Da ist sich der Konsens ja auch einig. Äh, da kann man hinschauen, wo man will. Es gibt sehr, sehr viele Berichte, die uns das Ganze auch zeigen. Da gibt es ja diverse Wirtschaftskennziffern, die darauf schließen lassen, dass die Wirtschaft sich hier an dieser Stelle weiter erholt. Und das ist das, was den DAX hiermit beflügelt. Und was beflügelt da genau? Wir haben Corona weiterhin. Wir haben eine extrem angespannte Lage bei uns in Deutschland. Den DAX lässt das ein bisschen kalt. Und das liegt einfach an den wirtschaftlichen Aussichten, die man hat. Eine Erholung der Weltwirtschaft sollte die Konjunktur auch in Deutschland ankurbeln, gerade das Thema der Exporte äh, ist da sehr, sehr, sehr wichtig. Das heißt, hier alles, was beispielsweise für den Export herstellt, ähm, da ist zum Beispiel Automobil oder auch ähm, ähm, das Thema äh, der äh, Maschinenbauer auch gefragt. Das sind alles Dinge, die werden gerne im Ausland gekauft. Und das hat natürlich dann die Folge, dass die Auftragsbücher voller werden und das Ganze die Wirtschaft auch stützt. Und das ist dann wiederum gut für den Arbeitsmarkt. Die ganzen Zuliefererbetriebe bekommen, arbeiten und damit ist alles gut. Oh, was haben wir denn hier? <laughs> mein Windows möchte, dass ich neu starte. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Ich hoffe auch, dass Windows das nicht alleine macht. Das hat Windows auch schon gemacht. Also, falls das passieren sollte, Möchte ich dafür schon mal sorry sagen, aber wir machen einfach weiter. Lassen uns nicht stören. Jetzt mache ich das Chartbild mal noch groß, damit das alle sehen können. Und ja, was machen wir weiter? Ganz klar, wir schauen hier auf das, was passiert. Und während ich die Charts hier vergrößere, bitte, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats. Ich kümmere mich sehr, sehr gerne auch darum. Das wissen Sie ja inzwischen, dass wir das hier an dieser Stelle immer auch mit tun. So, da haben wir alles da und wir schauen zunächst erstmal auf den DAX und hier sehen wir es. Ein neues Allzeithoch. Den Markt schiebt es nach oben. Wenn wir uns das mal anschauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind mittlerweile den siebten Handelstag in Folge ziemlich stark zur Oberseite unterwegs. Wir befinden uns äh, am Thema Allzeithoch auch da. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon mal besprochen, Marken zu finden im Swing Trading nach oben hin. Selbst im kurzfristigen Trading ist das momentan ziemlich schwierig, saubere Kursziele zu finden. Man hat dort einfach nur Tendenzen. Die letzte Tendenz, die wir hier genommen haben, war ganz einfach hier. Das Rechteck ist noch drinnen, das Tief der letzten Korrektur, das hatten wir ja hier live besprochen, wo wir die Zielbereiche oben rausgesucht haben in dem Bereich von knapp 15200 Punkten. Das ist mittlerweile absolut pulverisiert. Wir haben ja eine massiv stark laufende Bewegung, auch wenn wir uns das mal im Stundenchart anschauen, das ist das Thema, was wir hier an dieser Stelle jetzt haben. Wir stehen hier kurz vor der Trendfortsetzung. Das heißt, der Aufwärtstrend ist intakt, er läuft ziemlich stark nach oben. Hier haben wir schön ein Swing Low unten drunter gehabt, das ist eine ziemlich weit wegliegende äh, entsprechende Unterstützung, die wir hier auch im kleinsten Bereich haben. Das ist die Marke um die 14.955 Punkte. Äh, das ist schon eine ganze Menge auch hier für den Trend in der Stunde. Man muss mal so ein bisschen schauen, wie der Wochenstart aussieht. Wenn es holprig wird, und das sage ich jetzt mit Absicht, wenn es holprig wird, ich ähm, habe eher so den Verdacht, dass die US-Märkte ja auch ziemlich stark nach oben anziehen weiter, weil die Konjunktur sich dort einfach bessert. Ähm, sollten wir einfach weiter steigen, brauchen wir die Unterseite hier überhaupt nicht äh, zu, 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 zu beleuchten. Das ist einfach nur kurzfristig ähm, die Sache, dass man sagt, möglicherweise kommt es hier mal noch zu einem Gap Close, dann laufen wir hier unter das kleine Zwischentief drunter, also hier äh, unter das Low, was wir hier gehabt haben, das haben wir gehabt an der Marke von, wo war es gewesen, 12.000, nein, 15.227. Da war das Zwischentief dort unten äh, und das ist halt natürlich ein interessanter Marker. Sollten wir äh, aus jetziger Sicht dort runter laufen, wäre es halt erstmal so, dass ein bisschen Ansteht. Erster Anlaufpunkt, wie schon gesagt, hier die 15.000. Was haben wir hier im Hoch gehabt, wo das Gap am Hoch gerissen wird, wenn wir das mal äh, als Gap-Punkt ähm, 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 mit bezeichnen? Das wäre die Marke von 15.100, knapp 97 Zähler an dieser Stelle hier. Also das natürlich der erste kleine Anlaufpunkt. Das ist dann allerdings eher was für die ganz, ganz kurzfristigen Trader. Ähm, wenn es tiefer in die Korrektur gehen sollte, können wir uns an den Swing Lows orientieren. Die hatte ich ja gerade genannt. Äh, Beziehungsweise hier noch dieses Trendfortsetzungslevel, aber ich denke mal die unteren Marken sind da interessanter, einfach weil wir dort mit kalkulierten Orders rechnen können und da haben wir hier dieses Level um die grob 15.035 bis 15.040 Punkte Marke. Wo kommt das her? Schaut mal hier an dieser Stelle. Wir haben hier dieses Dreieck korrektiv gehabt, auch im Stundentrend. Und hier oben war einfach das Ausbruchslevel. Hier sind wir drüber, haben das Ganze getestet und dann nach oben durchgestartet. Also wenn wir äh, etwas nach unten sehen äh, und der Markt nicht komplett runterdreht, dann wäre das mal ein Level, wo man sagen könnte, okay, ein Durchatmer wäre durchaus da nach unten hin, aber das wären dann halt auch schon ähm, ja, bald 300 Punkte, die es da nach unten gehen würde. Also, nicht ganz, aber äh, das ist schon eine Menge Holz, was wir zur Unterseite haben. Ansonsten, wie schon gesagt, der Trend ist your friend. Wenn der Trend sich hier nach oben hin fortsetzt, haben wir schön die Chancen, oben rauszugehen. Und wenn wir das Ganze hier mal noch kurz betrachten wollen, ich lege mal kurz noch den Stereo-Trader hier mit rein, dass wir uns die Trends mal anzeichen lassen können. Äh, dann haben wir hier natürlich die Situation, dass wir sagen können: Okay, für das kurzfristige Trading hier an dieser Stelle, der Markt ist im Stundentrend aufwärtsgerichtet. also im Tag ist er natürlich aufwärtsgerichtet. Das sehen wir an dieser grünen Linie hier, die wir drin haben. Die Stunde ist ebenfalls aufwärts gerichtet. Und wer sich hier sagt, okay, ich nehme die Stunde mal als Richtungsgeber, der wird ganz einfach schauen, was passiert hier oben. Kommen wir hier mit Stärke rein oder kriegen wir Schwäche rein? Sollten wir Schwäche reinkriegen, wie schon gesagt, dann müssen wir so ein bisschen die Unterseite sehen. Wir gehen mal ganz kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Und dann nehmen wir uns wieder die Stunde jetzt als Richtungsgeber. Das heißt, hier, das ist mal der Aufwärtstrend der Stunde. Und wie schon gesagt, wenn wir hier oben drüber laufen, setzt das Ganze sich fort. Hier hat man den Korrekturarm. Hier die Rallye schön zur Oberseite hin. Und wenn das Ganze, wie schon gesagt, bricht, dann haben wir im kurzfristigen Bereich erstmal das Level hier unten. Aus jetziger Sicht, und das sage ich mit Absicht, das können wir nur aus jetziger Sicht sagen, ein Abprall. Den können wir jetzt schon, wenn er hier kommen würde, genau sagen, wann er aus charttechnischer Sicht geschehen würde. Und zwar ist das genau der Punkt, dass wir hier den Trend nach oben haben, auch in den fünf Minuten. Hier haben wir das kleine Trendtief, das ist der Bewegungsarm sozusagen des Stundenaufwärtsschubs. Dann haben wir hier den Schub nochmal nach oben. Und wenn wir hier tatsächlich nicht drüber kommen sollten und dann hier... Unten drunter fallen, unter dieses kleine Zwischentief, was wir hier unten drin liegen haben. Da ziehe ich mal die gestrichelte Linie, also diesen Bereich verlassen. Das wäre erstmal ein, ein, ein Ansatzpunkt, dass man sagen könnte: Okay, wir sind jetzt hier kurzfristig unter das Tief im Bewegungsarm gefallen und dann geht es runter. Aber wie schon gesagt, ähm, das Thema ist eigentlich noch viel zu weit weg, dass man es tatsächlich äh, schon wahrnehmen sollte. Äh, aus aktueller Sicht strebt der Markt hoch. Wir werden mal sehen, äh, wie es um 9 Uhr ausschaut, wenn wir das hier noch auf der Uhr haben, beziehungsweise um 9 Uhr kurz den Wechsel schaffen. Ähm, dann gucken wir uns mal an, was hier passiert. Aber der Markt ist momentan so extrem bullisch, dass dieses Szenario äh, mehr unwahrscheinlich als wahrscheinlich ist. Aber... Dieses Level hier unten, diese 15.200 und naja, ich sag mal grob um die 85, das ist natürlich da. Und selbst wenn wir jetzt hier leicht drüber lupfen sollten und dann nochmal drunter laufen, das wäre trotz alledem das relevante Planungslevel aus jetziger Sicht, äh, dass wir dort die korrektive Phase haben. Aber wie schon gesagt, das sieht im DAX einfach nur mega bullisch aus. Ähm, Im Kurzfrist-Trading braucht man sowas halt auf der Uhr für eine mögliche korrektive Phase. Der ein oder andere lutscht sich ja gerne. Hier mal ein Stückchen runter, knappert ein bisschen äh, von der Bullen Bullenrallye ab und da kann schon einiges gehen. Der Dirk Hilger ist da ja auch Spezialist drin, äh, solche Sachen äh, zu sehen. Dafür hat er ja den Stereo-Trader auch äh, mit programmiert, dass das einfacher wird, dass man einfach ein kurzes Stück des Weges runter nimmt, die Korrektur tradet, weil die Bewegung dort ist da und wenn der Markt mal Luft holt, kann da einfach ein kleines Stückchen kommen und damit ist gut. Wir halten das mal auf der Uhr und mit den genannten bullischen äh, Themen gehen wir direkt auch weiter rein äh, in die Marktvorbereitung. Und schauen mal auf den US-Markt, nämlich auf den NASDAQ. Und da der NASDAQ, anders als der DAX, noch nicht auf Allzeithoch steht, aber auf guten Kurs zum Allzeithoch ist, ähm, das ist natürlich eine sehr, sehr starke Chance, die wir haben. Wir haben hier nämlich nach oben hin, wir sehen das hier äh, in diesem Wochenchart. An dieser Stelle, ähm, oder das ist sogar der Monatschart hier. Wir gehen mal ganz kurz in die Woche oder den Tag rein. Aber hier habe ich das gesagt, wir haben in der Vorwoche hier diese wichtige Marke äh, überschritten und diese Überschreitung dieser wichtigen Marke, äh, die hat das Kaufsignal gebracht. Wir gehen gleich mal in den Tageschart rein, dass wir es besser schaut mal hier. Das Level hier drin drüben haben wir es. Das Level um die 13.340, das war hier oben entsprechend der Deckel und dieser Deckel ist jetzt wirklich weggeflogen. Wir haben auf Wochenbasis ein Umkehrsignal und zwar ist das bestätigt. Schaut mal hier, diese Kerze hier, diese hier ist das Umkehrsignal, das Long-Umkehrsignal, weil wir sind mit dieser Kerze tatsächlich oben drüber äh, rauf geflogen quasi. Also ich zeige es nochmal ganz kurz, damit das ganz deutlich und sichtbar wird. Diese Kerze ist die bullische Kerze. Die hat dafür gesorgt, dass hier dieser Widerstand überschritten wurde und das Ganze wird jetzt bestätigt. Also das sieht auf Wochenbasis extrem bullisch aus. Wir haben die Range verlassen, den Deckel oben rausgeflogen und damit hier an dieser Stelle ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, was an diesem Punkt passiert. Und da sehen wir, wenn wir jetzt auf Tagesbasis schauen, dass wir hier nach oben schon noch einiges an Luft haben. Eine Stelle ist jetzt interessant und zwar an diesem Punkt hier oben. Da haben wir so einen kleinen Drehbereich. Wenn wir uns das mal anschauen wollen, dieses Level hier oben, wo wir gerade reinlaufen. Hier im kleinsten war der Trend zur Oberseite hin. Und hier in diesem Bereich gab es immer so ein bisschen Halt. Ne? Und das haben wir gesehen. Drunter gelupft, drüber, drunter gelupft, drüber. Dann sind wir drüber gelupft und wieder drunter. Also wir haben da oben um, die, um das Level hier oben herum, um die Marke von 13.650. Ein Widerstandsbereich, der durchaus da ist. Da kommt es jetzt erstmal so ein bisschen drauf an, ob wir hier zum Wochenstart ein bisschen durchatmen oder nicht. Aber wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir schönes Potenzial zur Oberseite auch rauf. Das heißt, an dieser Stelle können wir durchaus auch davon ausgehen, Moment, ich will mal hier kurz die entsprechenden Linien wegmachen. Ähm, wenn wir hier über das Hoch vom Montag, also von gestern, drüber wegfliegen. Dann haben wir echt geniale Chancen, oben rauf zu laufen. Anlaufpunkte auf der Oberseite, die wir als Zielmarken wählen können. Kurzen Augenblick, die ziehe ich auch gleich mal rein. Und dann schauen wir mal, was uns die Historie hier auch zeigt in den kleineren Zeiteinheiten. Weil der Trend, der hier nach unten gelaufen ist, der hat natürlich auf der Oberseite noch ein paar interessante Punkte. Also mit Trend meine ich quasi den kleineren Zeitrahmen, den wir hier sehen. Zeichnet das uns ein, genau das ist der Trend hier. Ne? Und wenn wir uns das mal anschauen wollen, was uns hier nach oben noch gegeben wird, schaut mal hier, da haben wir hier oben tatsächlich dieses Level grob um die 13.730 Punkte Marke. Das ist tatsächlich relevant. Und jetzt gehen wir mal kurz in den Stundenchart rein. Ich glaube, ich muss hier extrem weit raffen. Genau, da sehen wir es aber. Sehr, sehr schön. Schaut hier, da ging es nach unten. Hier war so ein Zwischenhoch. Und dann ging die Post ordentlich zur Sache ab nach unten. Noch einen weiteren kleinen Punkt. Es gibt hier noch ein paar Minipunkte, die da sind. Und die kann man durchaus auch mit draufnehmen. Das wäre dieses kleine Zwischenhoch hier an dieser Stelle. Also, wenn man sich das mal anfängt, wie diese ganze Kaskade angefangen hat, dann hat man ja hier die erste Bewegung zur Unterseite. Dann gab es die Korrektur und dann gab es die nächste Bewegung nach unten hin. Und das ist der erste kleine Trend, der sich hier entwickelt hat. Und wenn wir uns den mal genauer anschauen wollen, dann sehen wir auch hier, wenn ich das mal einzeichne, schaut mal, das hier ist der Abwärtstrendverlauf. Und da haben wir halt noch einen wichtigen Punkt, der sehr, sehr stark ist. Und zwar, ähm, leider kann ich das jetzt hier nur so in dem Kleinen machen. Ich hoffe, man kann es erkennen. Aber schaut mal hier, dieses Level, was wir hier haben, das ist ein sehr, sehr wichtiges Level, denn. Hier oben haben wir das erste kleinste Anzeichen bekommen, dass der Markt nach unten aus der Aufwärtsbewegung rausdrehen möchte. Hier hat sich der kleinste Abwärtstrend gebildet, der überhaupt da ist und der hat hier den letzten Bewegungsarm rausgenommen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass der Markt ja deutlich nach unten gelaufen ist. Und da haben wir halt dieses Level oben auch noch liegen. Das sind sozusagen aus technischer Sicht, das ist das, das initiale Level, grob um die 13.840. Und äh, das sind halt ein paar Punkte oben rauf, wo durchaus Absicherungsorders zu erwarten sind. Und die Absicherungsorders für Shorthändler sind natürlich Kauforders. Und wenn die hier tatsächlich mit, mit diesen Kauforders liegen, dann haben wir hier gute Chancen, dass es den Markt auch noch ein Stück weit nach oben treibt. Ansonsten an dieser Stelle mal kurz noch äh, der Blick auf die aktuelle Lage gesehen, weil das hier drüben ist Historie. Die Historie brauchen wir allerdings, um die entsprechenden Ziele rauszusuchen, wo Kauforders liegen sollten, wo wir die erwarten können, wo Wahrscheinlichkeiten da sind. Ist jetzt die aktuelle Situation. Und was wir hier sehen, ist die korrektive Phase. Und einfach mal rausgemessen hier, äh, wenn wir uns mal den Entrybar auch mit reinlegen wollen. Ich lege mal hier ganz kurz den Zeitrahmen rein. Moment, den Trend hier an dieser Stelle. Schaut mal da. Haben wir es drinnen liegen? Also hier der letzte starke Arm zur Oberseite hin und das Ganze, wenn das in die Korrektur reinläuft. Jetzt kann ich das Bild mal ein bisschen größer machen. Dann haben wir natürlich gute Chancen auf ein bisschen was an Korrektur. Die Frage ist jetzt nur, was passiert hier ja, ein, ein sehr, sehr starker Markt? Da würde ich nicht mal damit rechnen, dass wir hier in die Hälfte dieser, dieser Bewegung als korrektive Phase reinlaufen. Das wird sich allerdings erst noch entscheiden. Sollte der Markt allerdings trotzdem ein Stückchen weit nach unten korrigieren? Ich nehme hier mal ein paar Marke raus, die wir jetzt nicht brauchen. Dann hätten wir zwei Anlaufpunkte, die wir durchaus erstmal als aus relevanter Sicht nutzen können. Erstens hier oben. Der Schub über dieses Zwischenhoch, grob die Marke von 13.400 Punkten. Das wäre mal ein starker Anlaufpunkt, beziehungsweise dann als Zweites hier dieses kleine Zwischentief. Wenn wir das unten rausnehmen, die Marke von, naja, das ist auch wieder so ein leichter Bereich hier unten, ne? also nie genau auf den Punkt nehmen, aber Irgendwo um den Drehbereich von 13.315 Zellen. Das wäre mal der Punkt nach unten. Und das ist halt für beide Seiten interessant. Zum einen für die, die möglicherweise ein paar Pips, äh, ein paar Punkte nach unten traden wollen, in die korrektive Phase rein, wo man Anlaufmarker sieht, die auch im größeren Bereich relevant sein können, wo Kauforders warten, ne? weil die, die hier beispielsweise mit Limit-Orders reingegangen sind äh, und nicht, nicht gefüllt worden sind, durchaus liegen da weitere Limit-Orders, die dann nur darauf warten, ähm, gefüllt zu werden das bringt dann natürlich Druck nach oben beziehungsweise ähm, wenn wir hier noch kauforders liegen haben äh, dann natürlich den Druck auch rein fällt der markt aber unten drunter durch dann kommt natürlich auch wieder das Bild in, in Frage bzw. Äh, in den Trading-Bereich rein, wo man durchaus darüber sprechen könnte, was ist denn jetzt los, wo geht es weiterhin und das sind die swing hier unten drin. Aber wie schon gesagt, ähm, ich gehe mal nicht davon aus, dass der Markt so deutlich ähm, einbrechen sollte. Dazu sind die Wirtschaftsdaten einfach viel zu stark äh, gewesen ähm, in den letzten Tagen und die Reaktion viel zu bullisch, dass man sagt, okay, jetzt verkaufen wir alles wieder ab. Da muss schon irgendein exogener Faktor reinkommen, äh, beispielsweise die Rates, die deutlich, deutlich wieder an Fahrt aufgewinnen, das könnte ich mir als Störfeuer durchaus vorstellen. Aber wir haben ja gesehen. Dass wir trotz des, des Anstieges der Rates in den letzten Tagen ähm, im Nasdaq trotzdem den Schub nach oben geschickt haben, das könnte so ein bisschen der Wechsel tatsächlich sein, dass man sich von diesem Thema ein bisschen abkoppelt und sagt, okay, die Chancen einer wirtschaftlichen Erholung sind doch deutlich größer als das bisschen, was an Zinsen ähm, und deswegen hier durchaus auch wieder die Kaufnachfrage im technologielastigen Index. Also das auf alle Fälle hier an dieser Stelle zu sehen auf dem Weg zur Unterseite hin haben wir ein paar Anlauflevel die Oberseite. Ist aus meiner Sicht allerdings deutlich relevanter und da haben wir ja auch die Zielmarken auf der Chartoberseite miteinander äh, besprochen. Übrigens, äh, wir haben ja auch immer mal ein paar neue Zuschauer hier an dieser Stelle. Äh, da auch mal noch ein paar Worte dazu, was wir hier an diesen, an diesen Punkten auch machen, warum wir uns an dieser Stelle auch immer mal so ein bisschen die Historie anschauen. Wir können. Aus der Historie einiges lesen, wo mögliche Zielbereiche liegen können, wo wir, äh, sagen wir mal, im Long-Bereich Punkte finden, wo andere nach uns kaufen oder im Short-Bereich, wo andere nach uns verkaufen. Das sind wichtige Marker, die wir hier sehen und das sind ganz einfach immer wieder relevante Punkte. Aber diese Handelsideen hier sind dann dazu da, die weiße Seite vom Chart zu planen. Das heißt, das, was wir hier drüben nicht sehen, sind ja unsere Erwartungen und diese Erwartungen erfüllen sich in dem Moment, in dem hier die Setups entsprechend aufgehen und wir. Planbare Anlaufpunkte zur Oberseite hier in die weiße Seite reinsehen. Und das ist das, was wir hier gerade bei den technologielastigen Werten zur Oberseite schön durchziehen können. Da haben wir ein paar. Im DAX oder im DAO haben wir das nicht, ne? wenn wir mal ganz kurz auf den SP500 oder den Dow Jones schauen wollen. Der steht hier, der da steht auf Allzeit hoch und da gibt es hier drüben in der Historie, ich mache mal kurz den Monatschart auf, da gibt es halt nichts, an das wir uns halten können. Das heißt, da sind keine Anhaltspunkte da, wo man Orders anderer Trader erwarten kann. Anders sieht das halt aus, beispielsweise bei Werten wie dem NASDAQ, wo man durchaus hier ein paar Chancen hat, noch ein paar andere Orders abzufrühstücken. Und deswegen schauen wir auch immer mal so ein bisschen in die Historie, um einiges planen zu können für unsere Handelsideen, die wir natürlich dann in die Zukunft... Reintreten und da ist es ja immer gut, wenn man weiß, wer nach einem kommt. Das Ganze hier der Blick sozusagen auf die Indexseite und dann hatte ich ja gesagt, schauen wir heute, bevor wir auf die Wunschmärkte eingehen, auch mal noch auf das Öl. Wir haben auch schon einen Wunschmarkt da und zwar in Währungen der Euro-Kann-Dollar. Haben wir hier eine Frage? Wie der Chart entsprechend ausschaut, das schauen wir uns natürlich an und wir gucken dann auch noch mal ganz kurz auf das Währungspaar Euro, US-Dollar. Da hat es unten drauf jetzt einen Bounce-Versuch gegeben. Mal schauen, wie der sich anstellt. So, jetzt haben wir hier entsprechend das WTI und beim WTI hatte ich ja gesagt, wir kamen. Von der unterseite der range nach oben hin jetzt gehen wir schon wieder ins median hinein äh, hier das ist mal der tageschart vom äh, wti übrigens wir haben hier wti und auch den brand zum traden also beides sind werte die kann man traden äh, die chartbilder sehen entsprechend ähnlich aus das ganze einfach nur mal äh, mit blick oder mit hinblick auf, die, auf das ganze äh, Trading-Szenario. Also man kann hier bei Tickmill zu sehr sehr günstigen Konditionen beide Märkte traden, wen das interessiert, einfach mal drauf schauen. Natürlich sind auch die Futures bei Tickmill tradbar äh, auf das Öl. Einfach mal auf der auf der Seite von Tickmill UK vorbeischauen ähm, und das Ganze sich mit anschauen, wie das Ganze geregelt wird. Schauen wir jetzt mal hier rein äh, in das Thema ähm, WTI. Also was wir hier an dieser Stelle definitiv sehen ist der Abwärtstrend ist weiterhin intakt. Ich lasse das hier gleich auch mal noch einzeichnen. Hier beziehungsweise hier, das ist der kleinere Zeitrahmen hier. Der ist wichtig, das ist der aktuelle Trend. Der ist weiterhin abwärts gerichtet. Der Markt ist hier zur Unterseite hin weiter wirklich sehr aktiv. Was wir allerdings auch sehen ist, wir haben hier äh, diese Schwankungsbreite zwischen oben, zwischen dem Deckel. Ich habe das beim letzten Mal noch im hoch markiert. Das hoch hier, der Spike, lag bei 62,26. Unten haben wir grob den Auffangbereich hier. Was haben wir an den Los unten gehabt? Die Los lagen bei 57,19. Wartet mal, ich mache das hier unten mal drauf. 57,19, 57,20 in etwa, ähm, damit wir das Mal richtig haben. Das sind die Marker, grob, das sind die Level. Und das sind die entscheidenden Marker, die wir hier jetzt an dieser Stelle auch brauchen, um die entsprechenden Handelsszenarien aufzubauen. Das heißt, setzt sich dieser Aufwärtstrend nach unten, äh, Abwärtstrend nach unten fort, wird dieses Level hier unten tatsächlich relevant. Was wir in den letzten Tagen immer wieder gesehen haben, der Markt kommt nicht mehr so richtig nach oben. Das sind zuerst Anzeichen, dass der Markt tatsächlich eher die Unterseite bevorzugt. Das können wir sehr schön daran erkennen. Hier an dieser fallenden Linie. Hier gab es den Schub nach unten, nochmal den Test oben rauf und seitdem laufen wir hier an dieser Stelle runter. Wenn wir uns das mal noch im Kleineren anschauen wollen, da sehen wir das Ganze natürlich auch hier. Der Markt trendet hier nach unten. Hat Luft geholt und fing dann an, auch wieder nach unten zu traden. Und das ist jetzt aus kurzfristiger Sicht äh, das wirklich interessante Szenario, in dem wir uns hier an dieser Stelle jetzt befinden. Denn bezogen mal auf diesen Abwärtstrend, den wir hier laufen haben, also auf den kleinsten hier an dieser Stelle, haben wir hier um die Marke von. Moment, auch da klemme ich das Preisschildchen gleich mal mit dran, hier in diesem Schwungbereich, ungefähr um die 59, 60 rum, ein wichtiges Level. Der Mini-Trend, der allerallerkleinste, hier, wenn ich den mal kurz einzeichnen darf, das ist der, der entsprechend hier nach oben läuft, ist natürlich aufwärts gerichtet, das ist ganz klar, das ist ja auch die Korrektur der vorangegangenen Abwärtsbewegung, also das, was wir hier besprechen, ist jetzt mal für die Kurzfrist-Trader, die hier möglicherweise aus einer Korrektur innerhalb der range zu range Unterseite traden wollen, wenn wir hier im Median wieder Schwäche reinbekommen und direkt abprallen, wäre das ein gutes Indiz dafür, dass der Markt nach unten möchte. Und für die äh, Vertreter der, der, sag ich mal, der Chartmuster, wir haben hier einen Trendkanal. Ne? Das ist also keine klassische Flagge, sondern wir haben hier einen Trend und das ist dann sozusagen ein Trendkanal, der sich nach oben ausdehnt und der könnte durchaus auch noch ein Stückchen weiter nach oben laufen. Hier, wenn wir uns den Trend zur Unterseite mal anschauen wollen, haben wir hier um die Marke von knapp 60, 63 ähm, den nächsten Anlaufpunkt aus diesem Schub nach unten. Da kann also einiges passieren, aber sollte der Markt hier tatsächlich direkt unten ausbrechen und oben quasi abprallen, also nicht über äh, die 59, 60 drüber laufen, dann wäre es natürlich interessant zu sehen, wo geht die Kurzfristplanung hin und die Kurzfristplanung, ja die geht ganz klar und deutlich hier unten drunter unter dieses Zwischentief was wir haben, das haben wir im Low, haben wir die äh, 58,93 drinnen liegen und das wäre mal der initiale Punkt, sollten wir dort unten drunter fallen, dann haben wir ganz klar äh, diese kleine Aufwärtssequenz gebrochen zur Unterseite hin und dann haben wir Chancen weiter weiter runter zu laufen und die sind auch schnell ausgemacht hier für das Kurzfrist-Trading die Zwischentiefs hier um die knapp 58 60 beziehungsweise dann hier unten dieses Low um die 57 58 rum und dann sind wir schon unten an diesem größeren Punkt bei 57 20 und das wäre ja dann auf tagesbasis wieder das Level, was wir hier unten haben und das wäre dann hier die nächste Entscheidung fallen wir unten drunter durch oder fallen wir nicht unten drunter durch? Und das Thema, was wir als nächstes dann haben ist der große Auffangbereich hier in dieser breiten breiten Schwelle zwischen 51 und peine 60 und der Marke von knapp 5390. Das wäre dann mal das tatsächlich größere Bild und was wir hier äh, noch mitbekommen äh, ist die Frage zum äh, Thema Schulterkopf Schulterformation äh, im Öl. Dazu möchte ich mal ganz kurz ein bisschen was sagen äh, zu diesem Thema. Hier könnte sich unter Umständen durchaus sowas ausbilden, aber das ist alles andere als eine, eine klassische schulterkopf-schulterformation ne? also bei einer klassischen schulterkopf-schulterformation ich mache mal ganz kurz hier einen sauberen chart auf äh, vom wti vom kurzen augenblick damit wir das mal kurz anschauen können eine, eine klassische schulterkopf-schulterformation ähm, da sag ich mal da laufen die entsprechenden ähm, schultern sage ich mal in einer ähnlichen Art und Weise ab und das haben wir hier an dieser Stelle jetzt nicht das heißt wir haben hier Moment kurzen Augenblick hier hängt die Software gerade so jawohl also pass auf eine klassische Schulterformation Schulterkopf Schulterformation da sehen Schulter Kopf und Schulter ähnlich von der Relation aus also man hat grobe Ähnlichkeiten zwischen dem Kerzenverlauf also der Anzahl der Kerzen innerhalb der Schulter wir haben das ähnlich auch im Kopf, wobei der Kopf da meistens nicht ganz so entscheidend ist. Der kann auch ein bisschen kleiner sein, aber die Schultern sind ähnlich so. Ähm, Im Optimalfall fallen die Schultern auch nicht ab in der inversen Schulterkopf-Schulterformation, sondern im Optimalfall ist die zweite Schulter halt auch ein Stückchen höher verortet und macht hier nicht noch ein tieferes Tief. Ja? Ähm, also eine klassische Schulterkopf-Schulterformation sieht ein bisschen anders aus. Aber, und das ist halt das Thema, wo ich auch wirklich ein Freund von bin, man kann das Ganze ja beobachten und das ist ja das Schöne. Also selbst wenn, also wenn es eine Art und Weise der SKS werden sollte, was man ja noch nicht genau weiß. Was wir wissen ist, durch diese, durch diese Nackenlinie, die wir oben drinnen haben, haben wir natürlich jetzt schon mal einen Punkt, wo man sagt, wenn das überschossen wird, haben wir gute Chancen, oben reinzulaufen. Ja? Was wir an dieser Stelle natürlich auch sehen, ist die Tatsache hier drüben. Dass wir diese Verläufe haben. Ja, das, das erinnert schon so ein bisschen dran. Aber das ist jetzt wieder auch der Charakter. Schaut mal hier, äh, die erste Schulter. Quasi äh, die linke Schulter hat 1, 2 Kerzen. Ne? Nehmen wir die mal mit, sind 3 Kerzen. Ähm, der Kopf hat 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen. Nehmen wir die noch mit, sind 6 Kerzen. Zählen wir die nicht mit, sind es 5. Nehmen wir das mit zur Schulter rein, sind es 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen, die mittlerweile die Schulter hat, die rechte Schulter. Das passt nicht so ins Bild einer klassischen inversen SKS. Ne? Eine klassische inverse SKS wäre spätestens hier oben drüber gegangen, aber nein, da kam die Schwäche rein. Aber das Grundbild passt. Ne? Das Grundbild passt und da müssen wir sehen, was jetzt daraus wird und wie man das Kind dann benennt, ist am Ende völlig egal. Ja? Da wird der ein oder andere technische Analyst jetzt sagen, ähm, muss, man, äh, muss man nicht so sehen, aber äh, das Thema hier müssen wir tatsächlich so in diese Reihe stellen, was auf Tagesbasis ist. Ne? Das heißt hier, an dieser Stelle definitiv äh, das, den Weg nach oben. Jetzt bekomme ich gerade noch gezeigt, äh, das Ganze auch vom Februar, die große Nicht-Inverse. Da gehen wir mal noch ganz kurz auf den, äh, auf den Wochenchart. Ähm, auf den Februar, den haben wir, Moment, 2020. Nee, da müssen wir schon noch auf den Tageschart gehen. Ähm, raff das mal ein bisschen zusammen, aber ich sehe hier nicht wirklich eine SKS. Also dann wahrscheinlich das Bild, was wir hier drüben haben, aber äh, das ist einfach nur. Klassischer Trendwechsel. Also die, die SKS hier, da ist genau das Gleiche: da ist die zweite Schulter äh, zu weit drüben. Ne? Das war ja, das Thema Schulter. Hier das Ganze und hier die Nackenlinie, ähm, aber das ist ein ähnliches Verhalten, ähm, aber äh, nicht klassisch die Schulter, da wäre die Schulter etwas weiter oben gewesen, aber das Grundbild ist tatsächlich das Gleiche. Aber am Ende spielt es keine Rolle. Wir haben einen Abwärtstrend da, der Abwärtstrend ist momentan richtungsführend und der hat, wie schon gesagt, Platz bis zur Unterseite. Wir müssen nur schauen, was jetzt bei rauskommt. Und damit gehen wir noch zum Wunschmarkt Euro kanadischer Dollar. Auch den Blick natürlich direkt drauf. So, den können wir jetzt mal schließen und. Dann schauen wir uns mal euro kann dollar an. Wenn wir uns den Euro mal noch anschauen wollen, kurzen Augenblick, da will ich gleich mal noch schnell auf die auf die Futures gehen. Der Euro ist ja ziemlich unter Druck gekommen, äh, weil der US-Dollar so ziemlich stark nach oben angestiegen ist. Jetzt haben wir hier äh, die Umkehr und da möchte ich mal ganz kurz noch was zeigen, äh, bevor wir hier zum kann dollar reinkommen. Hier an dieser Stelle, wie immer, der kurze Blick in die Futures. Die nehme ich auch bald bei Tickme rein. Technisch sind die Voraussetzungen hier äh, noch nicht durchgeschlossen. Aber ähm, aber das kriegen wir bald hin. Schaut mal, der US-Dollar an sich läuft jetzt im Aufwärtstrend in eine interessante, in ein interessantes Korrekturlevel rein. Hier der letzte, der letzte Ausbruchsbereich äh, bei 92,48, der ist interessant. Korrekturluft ist noch da, nach unten hin. Die Marke von 92 ist hier interessant. Und dann das Zwischentief hier unten um die 91, ein paar in der 30. Das ist ein interessanter Anlaufmarker. Und wenn hier entsprechend äh, der US-Dollar weiter runterfallen sollte, würde das dem Euro US-Dollar natürlich Auftrieb geben. Ähm, wenn wir uns den Euro mal Anschauen, dann sehen wir auch, der Euro an sich, das ist jetzt mal der Tagesschat, ist weiterhin natürlich schwach, steigt jetzt aber so ein bisschen an. Und wenn wir uns den Kandler anschauen, hier an dieser Stelle, der ist noch in der Stärke drinnen, das heißt, der ist jetzt aus der Korrektur auch rausgekommen, zieht so ein bisschen nach oben an äh, und das könnte durchaus dafür sprechen, dass der Kandler natürlich schwerer wird und das ganze mal angeschaut, wir haben jetzt hier im Euro, Moment, also mal kurz merken, das Bild im Kandler, der läuft nach oben geht wieder in die Stärke rein. Also kommt aus der Schwächephase in die Stärkephase rein. Und wenn der jetzt weiter an Fahrt gewinnt, Richtung hoch zu gehen, hier oben um die Marke von 80-80 rum, wird der natürlich schwerer. So, und das gleiche schauen wir uns jetzt mal kurz beim Euro an an dieser Stelle. Der Euro ist verortet in einem Abwärtstrend und der Abwärtstrend läuft jetzt in die Korrektur rein. Das heißt, der kann ist die stärkere Währung, auch die schwerere Währung im auch im, im, in Zusammenarbeit mit dem Euro-Kandaler. Jetzt steigt der Euro natürlich an, kommt der Euro aus der Korrektur aber wieder zurück, dreht zur Unterseite, dann sollte ähm, bei einem Kontext, den wir hier haben, dass sich der Trend im Kandaler nach oben hin fortsetzt und der Euro seine Korrektur beenden sollte, dann hat er natürlich den Druck sozusagen in beide Richtungen. Das heißt, der Kandaler wird schwerer, der Euro wird schwächer. Und jetzt schauen wir uns mit diesem sage ich mal Hintergrundwissen mal das Währungspaar hier im Euro kann Dollar an und dort wirklich einfach mal äh, so, so eine Waage entsprechend auch vorstellen äh, auf der einen Seite hier drüben haben wir den Euro liegen ich skizziere die Waage mal ganz kurz äh, und auf der anderen Seite haben wir den Kan Dollar liegen so und die Waage die sehen wir halt hier das ist das gleiche klassische Bild wie immer also hier quasi die Waage die wir haben auf der einen Seite der Euro und auf der anderen Seite der Kan Dollar hier der Kan Dollar und da sehen wir halt, hier liegt der Kann-Dollar. Und wenn der Kann-Dollar schwerer wird, drückt er die Waage hier nach unten. Und der, die Waage hier an dieser Stelle ist auch gleichzeitig natürlich hier drüben die Preisleiste. Und wenn der Euro schwächer wird, äh, geht das ja hoch. Und was passiert? Das beschleunigt noch den Schub zur Unterseite rein. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant, die wir hier an dieser Stelle haben und das da, diesen ganzen Kontext zu sehen und beim, beim Thema cannes denkt man ja in diesem Maße immer auch gleich daran, dass der dass der, dass der dollar eine, eine Petro-Währung ist und natürlich der sehr, sehr stark vom Ölpreis auch abhängig ist, aber Kanada besteht ja nicht nur aus Öl ne? und wenn die Währung sich dort oder die Wirtschaft sich dort auch erholt, dann kann der Kandollar natürlich auch auch stärker werden ähm, als dass der Euro ist und deswegen den Schub nach oben gehen. Gehen wir mal kurz auf die Chartanalyse ein. Also rein mal auf die charttechnische Situation, die wir hier haben. Auch da nehme ich mal ganz kurz die wichtigen Marker raus. Ähm, und äh, während ich das mache, einfach mal noch ein paar Worte dazu, zu dem Thema Erwartungen, Petrowährung oder auch andere wirtschaftliche Ereignisse, die wir hier an dieser Stelle haben. Ähm, es ist halt immer so, wir können Erwartungen haben die wir durchaus in, den Charts, in die Charts interpretieren können. Aber solange der Markt diese entsprechende Wahrscheinlichkeit nicht tradet, spielt der Markt das Szenario halt einfach noch nicht. Und das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt den wir hier an dieser Stelle haben und wenn wir mal den Kandler den, den, den uns anschauen, dann entwickelt der sich schon deutlich stärker als der Ölpreis. Und was wir hier jetzt sehen im Can Dollar ist etwas ähnliches wie das, was wir hier drüben schon gesehen haben. Wir sind im euro Dollar auf die Unterseite verortet. Was wir weiteres laufen haben hier an dieser Stelle, wir haben die Korrektur. Die sehen wir hier sehr, sehr schön. Das ist so ein Kanal, der sich hier nach oben hin entwickelt. Momentan sieht das Ganze eher noch so ein bisschen nach einem Dreieck aus, aber wir laufen hier so leicht nach oben. Das Umkehrsignal, also das Thema der Trendfortsetzung, ja, die Trendfortsetzung findet unten statt. Das heißt, was da natürlich wichtig ist, ist das Thema hier unten das Tief, was wir unten drunter liegen haben. Das wäre ganz klassisch die Trendfortsetzung zur Unterseite. Und wenn wir da mal noch nach Zielen schauen wollen, dann können wir hier an dieser Stelle auch relativ schnell sehen hier unten. Dieser letzte Supportbereich, der liegt schon in einer ziemlich starken Unterstützung. Und da haben wir jetzt den Abprall unten rein gesehen. Und da stellt sich jetzt unten rein von der von der von der von der, von der, von der rein von der charttechnischen Situation die Frage, was passiert hier? Verkauft der Markt das Level ab oder nicht? Da die Verortung hier unten an diesem Widerstand war schon sehr sehr wichtig. Da ist auch in der Regel eine Korrektur erwartbar. Ja? Das kurzfristige Trading-Szenario ist jetzt allerdings, wie geht es in dieser korrektiven Phase weiter? Und da beschäftigen wir uns mal ganz kurz hier an dieser Stelle mit diesem Bewegungsarm im übergeordneten Abwärtstrend. Also, wenn ich das mal abzeichnen darf, hier, das ist der Schub nach unten, der größere Trendverlauf. Und dann haben wir noch den kleineren Trendverlauf. Das ist das, was wir hier sehen. Und mit Blick da rein sehen wir hier unten drunter schon den laufenden Abwärtstrend, der hier gerade korrigiert. Und wir haben da schon noch einiges an Luft. Und da gehen wir jetzt mal kurz in. In den 4-Stunden-Chart rein, um das gerne mal etwas näher zu kristallisieren an dieser Stelle. Äh, hier also der Blick in den vier stunden chart Und da sehen wir es. Das ist der Abwärtstrend hier. Das ist das, was nach unten läuft. Das an dieser Stelle der Bewegungsarm. Und diese Korrektur, die hier an dieser Stelle läuft, die ist momentan an einer wichtigen Stelle angekommen. Und zwar ist das hier das letzte Verkaufslevel. Und da ist jetzt die Frage, wie verhält sich der Markt in diesem Verkaufslevel? Momentan geht er oben drüber. Und das spricht dafür, dass wir noch ein Stück weit, äh, sag ich mal, Erholung vor uns haben sollten. Aus technischer Sicht heißt also, Erster Anlaufbereich mit Blick in den 4-Stunden-Chart ist mal durchaus hier dieses kleine Zwischenhoch. Das haben wir liegen im Bereich von 14870 rum. Das ist ein Thema, das ist erstmal die Auswertung. Und wenn man sich dort auf die Lauer legt, ganz grob zu sagen, wer da direkt am PC sitzt und das Ganze beobachtet, und hier die Schwäche reinbekommt, der nutzt das Ganze dann über die kleineren Zeiteinheiten. Das heißt, hier gibt die Stunde den Takt vor. Und wenn wir dann mal in die 15 Minuten reingehen, sehen wir schön die Korrektur. Und die Korrektur ist der Trendverlauf, den wir hier drinnen liegen haben. Der hat schon mal versucht, unten drunter durchzubrechen. Das wurde aber nicht mit dem Abwärtstrend bestätigt, sondern hier ist der Markt direkt wieder oben reingelaufen. Und das sehen wir dann, wenn wir an solche wichtigen Marker ranlaufen, dass der Markt anfängt umzudrehen und dann einen Abwärtstrend macht. Also das heißt, wenn wir hier in den 5 Minuten oder gerne auch in den 15 Minuten, also in dem Kontext zum 4-Stunden-Chart funktionieren die 15 Minuten genauso gut, ähm, dann haben wir diese Level einfach da und sobald wir sehen, dass hier ein Gegentrend entsteht, der nach unten sauber läuft, dann haben wir das Umkehrsignal. Das ist dann die Umkehr der Nachfrage und dann sehen wir, trendig läuft es zur Unterseite rein und wer das Ganze in den größeren Zeiteinheiten tradet, also beispielsweise im 4-Stunden-Trend, der kann da ganz getrost im 15-Minuten-Chart arbeiten. Wer es kleiner braucht, schaut natürlich in die kleineren Zeiteinheiten rein. Da kommt es immer so ein bisschen an, was man hier an dieser Stelle haben will. Aber aus rein trendtechnischer Sicht und das ist ja das, wo wir sehen, was die großen Akteure auch machen und wenn wir denen folgen, ist es am sinnvollsten, den Trends auch zu folgen. Dann sehen wir hier sozusagen, an dieser Stelle das ganze Bild laufen und trotz dass der US, äh, der, der, der der Ölpreis zur Schwäche neigt, steigt der kann dollar weiter an. Das heißt, hier sehen wir, momentan spielt der, der Markt in keinster Art und Weise äh, das Petro-Szenario, sondern ein ganz anderes und das spielt hier keine Rolle, welches das ist. Wir sehen, der Markt trendet nach oben im Candolor. Das heißt, der Candolor wird stärker. Und wenn sich diese Stärke fortsetzt, dann ist es natürlich so, dass wir hier weiterfallende Kurse sehen sollten. Das Bild ändert sich erst dann, wenn wir hier, und da gehe ich nochmal ganz kurz edukativ ähm, in die Währung rein, wenn wir hier den Candolor an dieser Stelle nochmal kurz nehmen wollen. Ähm, die Gefahr, die sich jetzt hier ergibt für die Longseite ist, und das müssen wir aber auch erst abwarten, das können wir äh, sozusagen nicht zwangsläufig äh, jetzt schon voraussetzen, die Gefahr, die sich ergibt, ist, dass sich hier ein Abwärtstrend bildet. Das wissen wir jetzt allerdings noch nicht. Aktuell ist der Markt weiterhin im Aufwärtstrend verortet, äh, be bleibt auch dort drin, bis dieser Trend bricht. Ne? Und der Trend, der hier nach oben läuft, ist nun mal der hier. Das ist das, was wir hier haben, und der Trendbruch wäre hier unten, wenn wir da drunter laufen. Ja? Das heißt, das, was wir hier sehen, ist eine ganz normale Korrektur mit einem Umkehrmuster, was nach oben will, sollte der Markt nicht hier oben drüber kommen, sondern rumdrehen und unter dieses Zwischentief laufen, dann würden wir sehen, jetzt geht es in die Abwärtsrichtung und dann äh, sollte sich auch das long das Short-Szenario im euro -Kan Dollar ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit erledigt haben. Aber so weit ist es hier noch nicht. Ne? Das heißt, dort gilt es ein bisschen geduldig zu sein. Ähm, wir haben hier einen starken Markt gegen einen schwachen Markt. Das ist schon mal immer gut äh, an dieser Stelle zu sehen. Ähm, und äh, in dem äh, schwächeren Markt ist halt gerade Korrektur. Das heißt, in beiden Titeln ist mehr oder oder weniger etwas Stärke drinnen und dann wird sich in Zeiten, wo hier zuerst die Schwäche reinkommt, kommt sie zuerst in den Kandoller rein, die Schwäche. Ja, dann sieht es natürlich nach Korrekturausweitung in Korrektur Korrekturausweitung im, und im, im Korrekturverlauf euro kandoller aus. Kommt die Schwäche zuerst in den Euro zurück, dann werden wir sehen, wird der Markt hier ziemlich schnell nach unten rumdrehen und in Richtung Trendvorsetzung bzw. mal in Richtung unteren Support laufen. Also da kommt es immer so ein bisschen drauf an, wo das Ganze verortet ist und dann müssen wir immer mal wieder auf große, wichtige... Marken schauen. Deswegen hier mal noch im euro dollar der Blick in die Woche, weil ich habe ja schon oft gesagt, die Währung schwankt hier ziemlich stark zwischen großen Bandbreiten rum und wir haben ja auch gesehen, im euro dollar haben wir hier oben. Einem Bereich, wo Deckel drauf ist, wo wir ziemlich stark nach unten gelaufen sind. Und der nächste größere Auffangbereich hier unten steht es aus der letzten Chartbesprechung noch drauf, ist durchaus hier das Potenzial in die 1,4260 unten reinzulaufen. Schauen wir mal, was kommt. Auf alle Fälle hier auch. Ist der Markt intakt weit nach unten gelaufen? Wenn jetzt hier tatsächlich das Tief unten rausgenommen wird, was wir hier haben, wo wir diesen leichten Support haben, dann schaut es schon eher so aus. Als wenn der Markt weiter nach unten will. Das wird sich allerdings zeigen. Ruhig bleiben, schauen, wie sich die Händler verhalten und dann passt das Ganze schon an dieser Stelle. Gut. Haben wir weitere Fragen? Haben wir nicht. Das heißt, jetzt haben wir es. Oh, schon wieder 9.17 Uhr. Das heißt, ich habe es versprochen. Machen wir zum Abschluss nochmal flott den Blick in den Chart und dann. Halleluja. Jep. Es ist genau das passiert, was ganz oft im DAX passiert. Der Markt macht ein neues Hoch, dann geht es erstmal in die Korrektur rein. Und zwar hier mit Schmackes, das ist mal der 5-Minuten-Chart, was wir hier sehen. Das ist jetzt aus dieser Sicht nichts Dramatisches, ja. Also relativ cool bleiben. Für die kurzfristigen Scalper hat es sich jetzt natürlich gelohnt, dass wir hier diese Sachen auch schon im groben mit besprochen haben. Aber wir sehen es. Wir sind jetzt hier massiv nach unten gelaufen. Korrigieren jetzt hier so ein kleines bisschen. Wenn es hier deutlich weiter unten geht, wie schon gesagt, Thema Gap Close spielt ja immer so ein bisschen eine Rolle. Erster Anlaufpunkt hier wirklich das kleine Zwischenhoch. Ja, und dann, wie schon gesagt, im DAX, was wir hier haben, sollten wir es weiter sehen. Hier noch diesen Bereich unten um die 15.100, knapp 80. Und dann, wie schon gesagt, uh, auch hier in diesem Kontext. Wir gehen nochmal kurz in die Stunde rein. Hier in diesem Kontext rein. Schön. Die Dreiecksseite hochgelaufen, das heißt, was durchaus bei einer deutlichen Korrektur kommen kann, hier unten das Ausbruchslevel um die 15.100 Punkte markiert. Aber wie schon gesagt, erstmal ruhig bleiben, ob sich hier im 5-Minuten-Chart tatsächlich ein, Aufwärtstrend, äh, ein Abwärtstrend ergibt oder ob das nur so ein Schnapper nach unten gewesen ist, der dann wieder nach oben zieht, das wird sich zeigen. Aber wir sehen, der Markt lebt, es bleibt weiter spannend und damit ja an dieser Stelle. Für heute, jetzt und hier entsprechend äh, die ja, finale Betrachtungsweise nochmal kurz zum Euro-US-Dollar. Ähm, das hatte ich ja gesagt und damit beenden wir dann die Sendung von heute. Und hier sehen wir es. Euro-US-Dollar ist in seiner Korrektur der Tagestrend abwärts gerichtet. Ne? Die Korrektur schickt sich an, noch ein Stück weit nach oben reinzulaufen. Und wenn wir uns diesen Abwärtstrendverlauf mal anschauen wollen, dann haben wir hier... In diesem Level hier oben drinnen, hier um die Marke von 1,18, wo haben wir das Low hier unten gehabt? 1,18,35, da haben wir dann tatsächlich ein erstes Widerstandslevel hier oben drinnen liegen. Das ist interessant. Bis dorthin durchaus das erste Potenzial oben rein. Ähm, der Markt sieht in der Stunde momentan relativ stark aus, ähm, aber er fängt hier oben langsam an zu schwächeln. Und das ist das Bild, was sich hier rumdreht. Ne? Wenn man das auch mal auf der Vier-Stunden-Basis anschaut, man sieht, es geht hier so ein bisschen runter, aber ähm, wir sind halt hier immer noch nicht in der Situation, dass man sagen kann: Okay, jetzt geht es deutlich in den Keller, weil das, was wir hier sehen aus dem Aufwärtstrend, der da ist, ich zeichne ihn mal ganz kurz ein hier an dieser Stelle, also das, was wir hier haben: Wir haben steigende. Hochs und die haben steigende Tiefs haben wir hier lediglich die Korrektur und wenn wir sehen, dass sich die Korrektur nach oben ausdauert, dann werden wir sehen, dass wir hier die Gegenrichtung, also dass das jetzt nur klassisch die korrektive Phase ist hier äh, im Euro und durchaus die Chance haben oben reinzulaufen, aber und jetzt kommt das aber, wir gehen jetzt mal in die Stunde zurück, da ist der 4 Stunden Kontext nämlich ein bisschen zu groß. Wir sehen hier oben die angefangene Schwäche, wenn wir hier tatsächlich den Ausbruch unten runter sehen und der Markt nach unten abverkauft, dann haben wir das erste Anlauflevel, die erste Zielmarke sozusagen auf der Unterseite am alten Ausbruchsbereich und zwar hier in diesem Level, wo wir unten rausgekommen sind, das heißt hier unten ran und dann ja dann haben wir die Abwärtsphase wieder da und dann könnte es durchaus ziemlich schnell hier unten reingehen, wieder in die alten Tiefs. Das wird sich zeigen, wie der Markt reagiert. Ja, also auch hier schön das Fahrwasser da. Wir haben die Korrektur, die wir hier sehr, sehr schön planen können an dieser Stelle. Wir haben nach oben hin Potenzial da. Erster nächster Bereich, der Widerstand bieten könnte, wäre hier oben die 1,1835 rum. Ähm, wenn wir hier durchlaufen nach unten und unten rausbrechen, also das heißt deutliche Tiefs ziehen, dann eher die Unterseite. Das wäre dann schön die Umkehr raus aus der Korrektur und dann hätten wir den nächsten Schub zur Unterseite hin. Das sind die alten Tiefs und die können wir erwarten. Und das ist halt das Bild, das Markante, was wir hier haben. Wenn sich der Dollar und der Euro dann mal einigen, werden wir sehen, entweder es kommt zur kurzfristigen Trendfortsetzung oben übers Hoch, über die Marke von 1,1820 oder wir kommen gar nicht mehr hoch. Und wer das Ganze tradet sozusagen hier an dieser Stelle im kleinsten, hier zeichne ich es mal ganz kurz ein, sind wir mittlerweile abwärts gerichtet. Das kann man sehen. Und wer den kleinsten Trend nutzt zum Traden, hier unten ist Trendfortsetzung. Und dann können wir schauen, für diese kleinen Kontext durchaus nächster Anlaufpunkt 11786. Die Chancen sind da auf der Abwärtsseite. Man muss nur sehen, wo der Markt sich hin entwickelt und darauf warten. Aktuell, wie schon gesagt, sehen wir, so richtig hat sich der Markt noch nicht entschieden, denn wir sehen es, der lupft immer nur mal kurz unten drunter und dann geht er ziemlich stark zur Oberseite hin. Und das ist immer so ein bisschen das Anzeichen, dass der Markt noch nicht ganz fertig ist mit Korrigieren. Und wir sehen es halt auch hier, wir sind noch in einer relativ flachen Gegenbewegung zu diesem starken, starken Anstieg. Das heißt, da könnte durchaus noch ein bisschen was an Tiefe kommen, beziehungsweise. In diesem Aufwärtskontext hier zu sehen, das wäre dann das Szenario tiefer unten rein und dann oben raus. Aber wie schon gesagt, der Aufwärtstrend äh, ist nur die Korrektur. Ne? Und da, wer sich dort auf die Lauer legt und sagt, ich möchte das Ganze nur in Trendrichtung des Tages traden, ne? der hat hier auch wieder sehr, sehr schön den Korrekturkanal zur Oberseite hinlaufen und das, was sich da drinnen entsprechend bewegt, ist die korrektive Phase. Und sobald wir dort in der untergeordneten Zeiteinheit wieder einen Abwärtstrend sehen, das heißt zum Beispiel in den vier Stunden oder in der Stunde, dann haben wir ein Signal, dass wir auch in der untergeordneten Zeiteinheit in Richtung der übergeordneten Zeiteinheit laufen. Und das ist genau das, was wir immer wieder brauchen um die Trades zu planen und das ist ein Weg, ein gangbarer Weg, der nachhaltig auch funktioniert. In diesem Sinne, mit diesem Kontext, planen Sie den Trade, traden Sie den Plan. Empfehlen Sie uns weiter. Wer es noch nicht gemacht hat, jetzt aufs Like-Knöpfchen drücken. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder um 8.30 Uhr, pünktlich zur Marktbesprechung. Wer den Blog übrigens sucht an dieser Stelle, ich habe jetzt ein paar Tage so semi-Urlaub. Also ich entspanne mich mal ein bisschen nach der Osterzeit. Das heißt, hier gibt es morgens natürlich immer schön die Marktbesprechung. Nur der Blog besteht aktuell für diese Woche aus dem Video. Ausführliche Blogs gibt es dann ab der nächsten Woche wieder. Aber die Marktbesprechung am Morgen, die machen wir schon immer live hier um 8.30 Uhr. Also bis dahin allen einen erfolgreichen Handelstag und bis morgen früh. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.